Frau Forrest hat den Titel eben für Wald übersetzt mit dem wunderbaren Untertitel, der von der Zeichnung kommt, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur. Und es ist eine temporäre Kunstintervention im Wörtherseestadion 2019 in Klagenfurt. Es ist ein Mammutprojekt, das ist klar, aber es ist eben ein Projekt, das, glaube ich, wirklich eine ganz entscheidende und klare Berechtigung hat. Und es ist wirklich ein Projekt, wo ich auch eine Notwendigkeit drin sehe. Wir nehmen etwas aus dem Alltag, das heißt einen Wald, und stellen den auf 7200 Quadratmetern in ein Stadion. Das heißt, wir nehmen etwas aus dem Alltäglichen und setzen ihn in einen neuen Kontext, und damit lösen wir aus, dass es vielleicht zu einer oder mit Sicherheit zu einer neuen Wahrnehmung kommt. Das ist auch ein Grundcharakterzug bei all meinen Projekten. Sie sind temporär und sie sind einmalig. Diese Kunstintervention ist täglich geöffnet, von morgens um 10 bis nachts um 22 Uhr und dauert vom 9. September bis 27. Oktober 2019.